Hallihallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play Watch Dogs und zwar dem vierten Part. Ja, und zwar werden wir uns diesmal mit dem Hacker bzw. dem Bad Boy treffen. Ich habe schon wieder vergessen, die Handbremse zu nutzen. Tut mir leid, Passanter. Ich muss das echt mal lernen. Hier, ich mache das irgendwie nie. Wie ist das, das da, was ich gerade gemacht habe? Naja, wir werden uns jetzt mit dem Bad Boy 17, hieß der, glaube ich, treffen. Ich weiß seinen Username nicht mehr. Irgendwas mit Bad Boy, dann irgendeine Zahl. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt mit dieser Person treffen und, also jedenfalls letzte Folge hat sie ja bei uns angerufen und hat so gesagt, ey, yo, Bruder, komm mal vorbei. Ich muss mich mit dir treffen und wir dann so, ja, soll ich nach einem Kerl mit Verkleidung suchen? Und die Person dann so, nee, folge einfach dem Signal und du wirst mich finden. Und scheinbar fahren wir jetzt wahrscheinlich zu diesem Signal hin, was davon diese Hauptmission ist. Da haben wir leider noch kein Schnellreiseziel in der Nähe, deswegen müssen wir dahin fahren. Naja, umso cooler, das Fahren macht hier auch Spaß und ich muss das lernen. Ich bin da irgendwie nicht so der Boss drin. Naja, und wir können diese coolen Anzeigetafeln hacken. Zack, wunderschön. So, ich bin jetzt echt gespannt, ob denn diese Person weiblich oder männlich ist und ob diese Person, also sie wird ja auf jeden Fall, Entschuldigung, irgendwie habe ich es nicht vertraut mit Fahren. Ja, irgendwie gar nicht. Und ob diese Person lieb oder böse ist, also sie wird wahrscheinlich lieb sein, sonst wird sie uns wohl kaum so komisch helfen und so. Aber trotzdem bin ich doch etwas Wow. Was kann ich dafür, dass so ein fetter Müller für eine Großstadt rumfährt? Mann, oh Mann. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Person uns gegenübertreten wird. Mit was für einem Erscheinungsbild und sonstigem. Ein Fixer-Auftrag. Ja, wir haben jetzt Fixer-Aufträge außerdem freigeschaltet. Aber darum sollen wir uns des Weiteren erstmal nicht kümmern, denn wir müssen uns an die Hauptmission wagen. Ich kann Auto fahren, gell? Kann das sein? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr meine Autofahrskills. Ich meine, in Far Cry habt ihr ja schon gesehen, wie gut ich Quad fahren kann. Ich meine hier noch, wie gut ich Auto fahren kann, okay? Also das hat schon irgendwie Style. Muss man halt schon mal so dazu sagen. Und wir müssen auch noch diese ganzen CTOS-Systeme hacken, sonst können wir ja gar nicht hier irgendwas anstellen in diesen Städten. Naja, ist des Weiteren ja erstmal nicht so wichtig. Wir kümmern uns jetzt in den Auftrag eine neue Welt. Wunderschön eingepackt. Und können wir diesen Ort hier abscannen? Wie geht denn das? Da vorne? Da. Jo. Denn wir können diese ganzen Sehenswürdigkeiten hier abchecken und keine Ahnung, was die uns bringen, aber wir haben es 3 von 100. Let's go. Akt 1, eine neue Welt. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert DedSec. Jetzt will er mich treffen. Sehr ungewöhnlich. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. Oh ja. Ab nach unten. Da vorne ist noch nichts. Aber jetzt. Was? Bad Boy 17. Bitte was? Bad Boy 17? Clara. Clara. Du siehst nicht aus wie 17. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mache dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast. Ich weiß, wo man ihn findet. Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest DedSec System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast das geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr.
Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. Oh, oh, oh. Ich glaube, unser lieben Aiden hat sich da verguckt. Oh, wir können... So wie er auf jeden Fall ihr nachgeschaut hat, muss da ja schon was Interessantes dran sein. Sie haben nun Zugang zu allen verfügbaren Fähigkeiten. Cool. Was bringt uns das? Irgendwas wird es uns bringen, hoffe ich doch. Naja, wir wollen uns ans Schießen widmen, hat mir gesagt, gell? Kampf. Hier, was können wir denn hier machen? Verlängert die Dauer des Fokus? Ach stimmt, Fokus war welche Taste? STRG, genau. Und verringert die Entdeckungsrate beim Sprinten. Okay, wir machen das. Wie viele Punkte haben wir noch da? Ja, das ist gut. Rückstoßverringerung. Dann würde ich sagen, machen wir doch noch was beim Hacken. So, hacken Sie Gegner, Rückkommen Headset zu verwirren, okay. Das ist Bannen halten, das ist eine weitere Batterie und dafür haben wir nicht genug Skillpunkte. Wir machen mal das. Ich glaube, das wird uns vielleicht im Kampf sehr nützlich sein. Und dann können wir gleichzeitig noch das machen. Geil. Ach nee. Doch, jetzt. Yubi. Spreche ich mit Bad Boy oder Clara? Mach's nicht kompliziert. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber erst Clara. Deine Adresse wurde durch einen CTOS-Büroturm gebaut. Kundenservice, Angestellte, Manager. So Sachen halt. Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich ein? Ich gebe dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude. Da, wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch. In dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten. Anstarren. Physischer Kontakt. Du hast nach Wissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne, hm? Können wir da noch was machen? Okay, sie hört sich ja sehr interessant an. Die liebe Clara. Ist jetzt ein bisschen komisch. Aber ich glaube... So. Okay, das ist komisch. Wow. Okay, wir dürfen scheinbar kämpfen. Ich dachte, das war wieder einer von diesen Stealth-Mission-Aufträgen. Ach du Scheiße. Wow. Yes! Yes! Wow! Da hinten kommt einer. Die Minimap lügt nie. Oder lügt sie doch? Sie lügt nie. Yay! Und der letzte ist einfach hinter der Tür. Das machen wir auch, der kriegt XP. So, supi. Easy. Oh, der ein bisschen Geld, weiß ich. Dankeschön, Dankeschön. Oh, wir hätten natürlich durchsurfen können, aber wenn es so geht, dann, ich meine, passt doch. So. Was können wir hier machen? Wir müssen hier lang. Entriegeln. Perfekt. Weiter geht's. Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen habe. Du hast hier keine perfekte Ableckung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Ach du Scheiße. Earpieces. Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gespeist. Wow. Versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Ups. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst.
Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Okay. Die Security wird den Einbruch nicht so schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. Wow, das war knapp. Unser Leben neigt sich irgendwie dem Ende zu. Nein, den haben wir, okay. Kopfschuss. Da oben, der ist irgendwie weg, okay. Audiolog. Super. Wohin müssen wir denn jetzt? Wieder raus? Nein, wir müssen nach oben. Nach oben geht's dort hinten. Jetzt müssen wir aufpassen, wo die letzte Wache ist, beziehungsweise wo die nächste Wache ist. Die kann ja jeden Moment hier irgendwo gammeln. Nicht, dass uns irgendwas in den Arm läuft, wovon, was wir nicht erwartet haben oder so. Das wäre ziemlich schlecht. So, Kopfschuss. Easy. Jetzt ist auch die Bahn hier frei. Kein Sperrgebiet mehr. Das heißt, alle sind tot und wir können durch. Okidoki, jetzt geht's wieder daran. Da kommen wir raus, da müssen wir hin. Okidoki. Ach so, okay, verstehe. Ah doch, so. Nee, leider nicht. Warte. Ah, okay. Tada. Nummer 2. Okay, das ist einfach. Jetzt wird's komplizierter. Okay, das muss runter. Tada. Hacken Sie den Laptop. Ich sag's dir, das ist nicht nur Werbung, das blockiert meine ganze Aussicht. Ein einziges Rie... Oh, scheiße. Jemand hat sich reingehackt. Sperrt sofort das Gebäude ab. Findet ihn. Oh. Okay, du bist... Scheiße. Drin. Findest du den Anruf? Ich suche gerade. Lief. Die Bullen kommen. Die haben Hightech-Scanner, die man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus. Ich bin dabei. Ach so, scheiße. Wow! Direkt neben mir zu sein, ist nicht cool. Wow, wo ist da noch einer? Jetzt kommen die erstmal von da. Okay, aufpassen, aufpassen. Noch einer. Nice. Okay, jetzt kann ich den vorknöpfen. Diese komischen Säulen, was sind denn das? Super! Ah, hier ist direkt der Ausgang. Yes! Bisschen weiter. Ah, haben wir es geschafft? Mit Jamcoms können sie die Entdeckung von Durch City aus kurzzeitig unterbrechen, okay. Was bringt das? Drücken Sie hier. Ach so, okay. Weiter. Zurück. Wir dürfen nicht unten in diese Kreise geraten. Den Wagen nehmen wir. Yep. Und deinen Wagen hat er auch. Oh scheiße, das wird uns entdecken. Schneller. Wow, das war knapp. Das verfolgt uns? Oder da? Ach du Scheiße, warum verfolgt uns das? Das verfolgt uns sogar richtig heftig. Okay, wir sind los. Vorne kommt noch eins auf uns zu. Dann können wir durchfahren. Nein, Lex. Och du Scheiße. Okay, nein. Bleiben. Zurück. Nein, das kriegt uns. Das kriegt uns nicht! Yes! Okay, 60%. Wir müssen unten dieses Ding auf 0% kriegen, glaube ich. Dann sind wir frei. An alle Einheiten.
verloren. Der Scan war negativ. Yes. Bam. Mission beendet. Wir haben es geschafft. Wir sind dort entkommen. Cool. Wir können direkt da vorne eigentlich einen Waffenladen. Oder wir können CTOS hier hacken. Wo ist denn das nächste? Oh, das ist das Haupt-CTOS. Das wollen wir natürlich nicht hacken. So, dazu sind wir, glaube ich, zu blöd. Ja, ich glaube, dann gehen wir einfach mal in den Waffenladen. Kurz noch shoppen. Soll ich da einmal markiert werden. Wie sieht's aus? Hast Zack. Du den Anrufer? Das ist ein Ausspiel nach. Uncool. Ich hab deine Maus. Dein Anruf kam aus einem Apartment im Loop. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat. Ich glaube, er will, dass du ihn findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Okay. Interessant. Dann gehen wir mal ab in den Waffenladen, denn wir wollen ein paar schöne neue Waffen haben. Wir kaufen am besten einfach mal alles leer. Wir haben ja schon die Waffen, die wir brauchen. Aber so ein Sniper oder so wäre cool. Mit der Musik. So, was hast du denn so im Angebot hinterher? Wie viel Geld haben wir denn? Wir haben 6.000. Suchst du was Bestimmtes? Nee, Deko. Ich bin Deko hier. Oh, das hat ganz schön viele Waffen. Scharfschützengewehre hätte ich natürlich gerne das Beste. 45, wow, okay. Nein, so viel Geld, nein, okay. Ah, ich verzichte dann doch, Entschuldigung. Ja, wir sparen lieber noch ein bisschen. Okay. Und besorgen uns was, wenn wir etwas Geld haben. Was? Warte mal, was ist hier los? Achso, kann ich erkannt werden, wegen CTOS. Okay, das müssen wir also irgendwann hacken. Und die ganzen einzelnen CTOS-Systeme. Das da und das da. Ja, das sind die kleinen und das sind die ganz großen. Schalten Bezirksverbindung frei und das sind, was bringen die? Schaltet interessante Orte frei. Okay, super, das heißt, wir müssen das alles noch kriegen. Ah, da sehen wir auch, das ist ein Bezirk, das ist ein Bezirk. Oh, warte mal, wo gehört der dazu? Der gehört nur hier unten dazu. Okay, das. Da gibt es nochmal zwei Bezirke, hier gibt es nochmal einen Bezirk. Und das, ich glaube, der Bezirk, weiß ich noch, wo ich gespielt habe, das ist, glaube ich, der schönste. Da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Das ist dort mega, mega schön. Hier sind Wasserfälle, alles voll mit Berge. Hier geht, glaube ich, den Berg hoch. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Und nächste Folge machen wir dann, glaube ich, wir könnten uns dann CTOS wagen. Aber ich glaube, das ist ein dickes, das wird schwer. Wir können uns dann diese kleinen Wagen und dann die nächste Kampagnenmission. Das wäre natürlich was Cooles. Und da würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben den netten Hacker, sage ich jetzt einfach mal, kennengelernt, weil wir gerade... Clara, kann das sein? Ja, ich bin nicht so gut im Namen merken. Na, Mist, ist nicht so das Beste, was es gibt, aber naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall war das eine überraschende Wendung. Ich meine, wir haben jetzt aus einem Bad Boy 17 wurde auf einmal eine erwachsene Lady. Es war auf jeden Fall, also der Aiden, der hat, glaube ich, nach meiner Meinung auf den Arsch geguckt. Ich meine, kann man sich mal geben. So als lieber Aiden Pierce hier, wenn man halt mal Bock dazu hat, dann ist das halt so. Und naja, also vielleicht entwickelt sich ja zwischen den zwei Süßen noch was. Wer weiß, ich finde schade, dass man mit Motorrad kein Wheelie ziehen kann. Ups, ja, und aber gegen Autos kann man fahren. Naja, ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Mittag, Morgen oder Abend. Macht's gut, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Days.